Willkommen zu diesem Video. Karl braucht eine Grube. Wofür er die braucht, wissen wir allerdings nicht. Er weiß aber, drei Bagger brauchen zum Ausheben einer solchen Grube 21 Stunden. Und Karl fragt sich, wenn ich nicht drei Bagger hätte, sondern sieben, wie schnell würden die das hinkriegen? Klar ist ja, die müssten schneller sein. Und das Ganze können wir mit dem Dreisatz für umgekehrt proportionale Zuordnungen lösen. Wir bereiten eine Tabelle vor, in der wir, ähnlich wie beim Dreisatz für proportionale Zuordnungen, erstmal unsere gegebenen Größen notieren. Wir haben also die Anzahl der Bagger und die Arbeitszeit in Stunden. Wir wissen, drei Bagger brauchen 21 Stunden. Und herausfinden wollen wir, wie lange sieben Bagger brauchen. Ein geeigneter Zwischenwert wäre, dass wir herausfinden, wie lange ein Bagger für diese Grube benötigt. Und da ein Bagger nur ein Drittel der Arbeitskraft hat, die drei Bagger haben, braucht er natürlich dreimal so lang. Also statt 21 Stunden eben 63 Stunden. Sieben Bagger sind aber siebenmal so schnell wie ein Bagger. Also kann ich die Arbeitszeit, die ein Bagger braucht, durch sieben teilen. Und dann erhalte ich das Ergebnis, dass sieben Bagger anscheinend 9 Stunden brauchen. Jetzt wäre ein idealer Zeitpunkt, um dieses Beispiel einmal abzuschreiben. Hast du schon den Unterschied bemerkt zum Dreisatz für direkt proportionale Zuordnungen? Wenn nicht, dann schauen wir uns einmal folgenden Merksatz an. Bei umgekehrt proportionalen Zuordnungen führt man beim Dreisatz immer genau umgekehrte Rechenoperationen aus. Wird eine Größe multipliziert, so wird die zugeordnete Größe durch die gleiche Zahl dividiert. Wenn ich also von drei Baggern zu einem dividiere, dann muss ich die Arbeitszeit, die gebraucht wird, eben mit 3 multiplizieren. Beim Dreisatz für direkt proportionale Zuordnung musste ich ja immer auf beiden Seiten das Gleiche machen. Merkt ihr also, für umgekehrt proportionale Zuordnungen machst du umgekehrte Rechenoperationen. Übernimm dir bitte jetzt den Merksatz in deinen Hefter. Dieser Dreisatz für umgekehrt proportionale Zuordnungen ist also nicht so wahnsinnig kompliziert. Schauen wir uns dazu noch ein Beispiel an. Um seine Unkosten zu tragen, muss ein Verein von seinen 45 Mitgliedern 24 Euro Mitgliedsbeitrag verlangen. Wie viele Mitglieder müsste der Verein haben, um bei gleichen Einnahmen nur 20 Euro Mitgliedsbeitrag zu benötigen? Klar ist, wenn ich weniger Beitrag einnehme, dann muss ich mehr Mitglieder haben. Es ist also eine umgekehrt proportionale Zuordnung. Schreiben wir uns zunächst wieder die gegebenen Größen auf. Wir haben die Anzahl der Mitglieder und zugeordnet den Mitgliedsbeitrag. 45 Mitglieder bezahlen 24 Euro Mitgliedsbeitrag. Und wir wollen herausfinden, wie viele Mitglieder wir für 20 Euro Mitgliedsbeitrag benötigen. Interessant ist hier die Frage des geeigneten Zwischenwertes bei den Beiträgen. Ich schlage vor, wir nehmen 4 Euro, denn dann werden die Rechnungen leicht. Ich muss nämlich die 24 Euro nur durch 6 teilen und anschließend mit der Zahl 5 multiplizieren. Da schaut einmal mehr der größte gemeinsame Teiler um die Ecke. Du erinnerst dich bestimmt. Auf der anderen Seite muss ich dann genau die Gegenoperation ausführen. Also erst mal 6 rechnen. 45 mal 6 sind 270 und anschließend durch 5 teilen. 270 durch 5 sind 54. Und schon habe ich mein Ergebnis. 54 Mitglieder bei 20 Euro Mitgliedsbeitrag
erwirtschaften das gleiche Budget. Wir können das natürlich noch einmal überprüfen, indem wir eine kleine Probe rechnen. Wir multiplizieren einfach 45 Mitglieder mit 24 Euro Beitrag und erhalten 1.080 Euro Einnahmen. Und wenn wir alles richtig gemacht haben und weil die Produktgleichheit gilt, müsste das unten auch rauskommen. Und 54 mal 20 Euro sind auch 1.080 Euro. Wir haben also alles richtig gemacht und mit der Produktgleichheit für umgekehrt proportionale Zuordnungen noch bewiesen, dass wir alles richtig gemacht haben. Das wäre es zu diesem Video schon gewesen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Üben und wir sehen uns im nächsten Video.